In der Regionalliga Nord gastierte am vergangenen Wochenende der VfB Oldenburg in Schleswig-Holstein beim SV Todesfelde. Nach einem torlosen Unentschieden machten sich die Gäste in einem Bus wieder auf den knapp zweieinhalbstündigen Heimweg. In Oldenburg angekommen sollte es jedoch zu einem Angriff von 25 bis 30 vermummten Personen kommen, die sich den Fans nach Aussteigen aus dem Bus näherten. Den Aussagen der Polizei nach soll seitens der Angreifer auch versucht worden sein, mit Schlagwerkzeug in den Bus einzudringen, um möglicherweise Szenematerial der Oldenburger zu entwenden. Alle Angreifer konnten unerkannt flüchten, auf Oldenburger Seite gab es zwei Verletzte. Nun stellt sich die Frage, welche Gruppe oder gar Szene hinter diesem Angriff in Oldenburg steckt. Zitat Polizeiinspektion Oldenburg: Am Samstagabend wurde ein Bus mit heimkehrenden Fußballfans von bisher Unbekannten angegriffen, zwei Personen wurden hierbei verletzt. Nach dem Besuch eines Auswärtsspieles in Todesfelde kehrte am Samstagabend gegen 20.05 Uhr ein Reisebus mit Fans des VfB Oldenburg auf den Pendlerparkplatz am Marschweg zurück. Nachdem ein Teil der Oldenburger Fans den Bus bereits verlassen hatten, näherten sich geschätzte 25 bis 30 vermummte Personen. Durch die Vermummten wurden Anhänger des VfB, die bereits ausgestiegen waren, unter anderem mit Schlagwerkzeugen angegriffen. Zwei Personen erlitten durch den Angriff leichte Verletzungen und ließen sich ärztlich behandeln. Zudem wurde eine Scheibe des Reisebusses beschädigt. Nach dem Angriff floh die vermummte Gruppe und konnte noch vor dem Eintreffen der ersten Polizeikräfte entkommen. Die Staatsanwaltschaft Oldenburg und die Polizei ermitteln unter anderem wegen des Verdachts des besonders schweren Falls des Landfriedensbruches und der gefährlichen Körperverletzung sowie Sachbeschädigung. Die Ermittler suchen daher Zeugen des Vorfalls und fragen, wer kann Angaben zu den vermummten Personen machen oder hat den Angriff auf dem Parkplatz beobachtet?